Hallo und herzlich willkommen zurück zu State of Mind. Ups, das wollte ich nicht. Ja, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Dies ist die zweite Folge. Und wir haben gerade den Androiden Simon weggeschickt. Er hat sich ausgeschaltet. Und wir wollten jetzt Lydia anrufen, die dreimal in den letzten Tagen versucht hat, uns zu erreichen. Oder besser gesagt, Richard zu erreichen. Und sich wohl Sorgen macht. Das werden wir jetzt mal tun, da der Roboter aus dem Weg ist. Richard! Mein Gott, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wo hast du gesteckt? Ich war im Krankenhaus. Was? Wieso das denn? Bist du krank? Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich hatte einen Unfall, glaube ich. An der M75. Irgendwas mit der Bordelektronik. Oh Gott. Bist du verletzt? Mein Kopf hat wohl was abgekriegt. Sonst ist alles heil geblieben. Du hättest umkommen können. Und ich hätt's nicht mal erfahren. Das geht doch so nicht weiter. Ich weiß. Du musst mit ihr sprechen. Lydia, ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Außerdem ist Tracy gar nicht da. Aha. Wo ist sie denn? Zu ihren Eltern gefahren. James hat sie auch mitgenommen. Sie hat einen Bot gekauft. Kannst du dir das vorstellen? Ausgerechnet ich habe jetzt einen Bot. Oh. Warum lachst du? Sie schenkt dir einen Bot? Das ist echt böse. Was macht sie denn bei ihren Eltern? Was weiß ich. Ist sie weg, weil ihr euch gestritten habt? Gestritten? Vor einer Woche? Du hast dich doch stundenlang darüber beklagt. Keine Ahnung. Die letzten paar Tage sind ein einziger Nebel. Meinst du, sie will sich trennen? Was ist los? Hast du etwa Angst? Angst? Nein, wieso? Und warum sagst du nichts? Weil ich nachdenken muss. Schön. Dazu brauchst du mich ja nicht. Süße. Nein, schon gut. Ich habe eh noch einen Kunden. Um die Zeit? Es ist Mittag in New York, Richard. Ich sag doch, ich mache keine Nachtschichten mehr. Zu viele Verrückte. Erhol dich erstmal. Und vergiss nicht, wenn du mal wen zum Reden brauchst. Du hast jetzt einen Bot. Ja, ja. So, Richard hat eine Affäre. Ja, offensichtlich ist er mit seiner Frau nicht mehr glücklich. Ja? Aber wie er damit umgeht, ist nicht gerade sympathisch, finde ich. Also war seine Frau mit dem Auto. Dann kann sie ja gar nicht bei ihren Eltern sein. Hä? Sehr mysteriös. Kobaltblau. Aquamarin. Oder ein blasses Türkis. Oder ein Spektrum. Ist das möglich? Was immer Sie sich wünschen, Doktor. Was immer Sie sich vorstellen können. Das ist Ray. Ich muss los. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Wie immer, Mrs. Newman. Da ist ja unser Patient. Jetzt haben Sie knapp Ihre Frau verpasst. Schon weniger verwirrt als gestern, Mr. Newman? Von außen betrachtet sind Sie ein Kunstwerk. Der Puls schwankt noch ein wenig. Das ist die Injektion. Erinnern Sie sich inzwischen an den Unfall? An den... Nein? Doch. Das Cabin Car. Kommt alles wieder. Keine Sorge. Haben Sie Fragen? Und denken Sie daran, Sie können mich jederzeit anrufen. Ja, offensichtlich ist das unser zweiter spielbarer Charakter, Adam. Was ist mit meinem Sohn? John. Was ist mit John? Ihr Sohn muss noch eine Zeit lang zur Beobachtung kommen. Aber machen Sie sich keine Gedanken.
Und Amy? Der geht bestens. Sie war ja nicht im Auto. Ah, richtig. Dachten Sie, sie wäre im Auto gewesen? Nein. Vielleicht. Ich bin ein bisschen durcheinander. Das ist schlecht, richtig? Nein, nein, keine Sorge. Ich mache mir nur Notizen. Erinnerungslücken sind ein bekanntes Posttrauma-Phänomen. Wir schieben das Erlebnis in irgendeine dunkle Ecke und irgendwann spinnen wir Verschwörungstheorien. Und ja, sie waren allein im Auto. Ein einsamer Astronaut. Die Elektronik hat plötzlich verrückt gespielt. Sie hatten großes Glück, mein Freund. Das Fahrzeug ist ein Wrack. Sie fliegen nicht gerne, hm? Ich meine, wer fährt noch Cabin Car? Es muss die Elektronik gewesen sein. Keine vorschnellen Schlüsse, Newman. Überlassen Sie das den Fachleuten. Ziehen Sie am besten gar keine Schlüsse in Ihrer Verfassung. Ruhen Sie sich einfach aus. Keine weiteren Fragen? Das ist gut. Wenn Sie wollen, können Sie schon aufstehen. Kein Sport, viel Wasser und falls es Probleme gibt, Sie haben meinen Kontakt. Machen Sie sich keine Gedanken. Minerva leitet Sie sicher durch den Tag, okay? Oh, und bitte bringen Sie Ihren Sohn so bald wie möglich in die Klinik. Ihre Frau hatte leider Termine. Wir erwarten ihn täglich morgens um 10. Willkommen zurück, Adam. Die Welt? Die Welt. Träume, Hände. Arme schweben. Auf einem Lichtstrahl reiten. Sterne. Das All. Der Weg, der Anfang. Um sich selbst kreisen. Unendlichkeit. Licht. Ein Kreis. Ein Kreis? Das wird sehr schön, John. Ja, hier haben wir John. Das ist Adams Sohn offensichtlich. Und Henry. Ein Haustier-Roboter-Android, was auch immer. Fliegendes Quallen-Ding, nehme ich mal an. So, wir gucken uns erstmal um. Ich fange so an wie bei Richard. Und im Gegensatz zur letzten Folge werde ich die Texte auch vorlesen, habe ich beschlossen. Dann machen wir mal einmal untersuchen. Was möchtest du heute tun, Adam? Ja, das ist schon wirklich ein Unterschied zu Richard. Alles so schön, neu. Und reich, offensichtlich. Sieht auch so aus, als würde Adam ziemlich weit oben wohnen. Wenn nicht quasi ganz oben, fast. Und dann ist dann wahrscheinlich da unten der ganze Dreck, die Verzweiflung und die aufbegehrenden Menschen, was wir in der letzten Folge gesehen haben. Ist auch ein Unterschied, die Quadrate sind ja grün und nicht gelb. Das war meine Maus. Die spinnt ab und zu mal. Es tut mir sehr leid. Ich kann da leider nicht viel machen im Moment. Ich versuche das zu kontrollieren, aber manchmal geht's nicht. Tut mir leid. So. John hat neue Bilder gemalt. Kinderzimmer hier. Dies ist Johns privater Hub. Bitte benutze deinen eigenen Arbeitsplatz, Adam. Oder noch besser, genieße deine Freizeit. Teddybär Luther. Ich bin Luther. Ich passe auf John auf, wenn er schläft. Und das ist alles, was ich wissen muss. Smartloft-System. Dein Zuhause ist die Welt und die Welt ist dein Zuhause. Ändere Bett und Raum mit einem Knopfdruck. Ich würde sagen, dann machen wir das mal. Thank you.
Das gefällt mir jetzt persönlich am besten, würde ich mal sagen. Ambiente. Das sind so meditative Geräusche. Fische anschalten. Wo sind die jetzt? Ah, da. Das ist ja cool. So was will ich auch haben. Nicht schlecht. Sieht irgendwie unbequem aus, die Badewanne. Das dürfte dann Amys Zimmer sein. Denkender Mann, ein Entwurf von Amy, begonnen am Samstagmorgen. Was denkst du, Adam? Dies ist Amys privater Hub. Bitte benutze deinen eigenen Arbeitsplatz, Adam. Oder noch besser, genieße deine Freizeit. Ja, dass man ihm das aber auch immer sagen muss, ne? Fernsteuerung. Henry agiert selbstständig, solange du es ihm erlaubst. Okay. Ja, man sieht ja, es ist alles wirklich sehr angenehm hell und aufbauend im Vergleich zu dieser düsteren, eher in dunkelblauen Farben gehaltenen Wohnung von Richard. Ich meine, es war dunkelblau und grün und so. Ja, das ist alles recht hell und freundlich halt, ne? Ich denke, das ist auch, der Kontrast ist auch Absicht, nehme ich mal an. Und es ist ja sowieso, also was, stimmt, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Offensichtlich hatten ja beide einen Unfall. Was für ein seltsamer Zufall, dass beide Hauptcharaktere irgendwie in Schwupps in den letzten Tagen irgendeinen schweren Autounfall hatten. Und beide haben ja im Prinzip dasselbe Setting. Sohn, Frau, sogar die gleiche Wohnung. Ja. Die werden bestimmt noch irgendwie aufeinandertreffen in irgendeiner Form. Hochzeit, Widmung von Jodie und Peter Newman. Wir freuen uns für euch. Und denkt immer daran, in der Weite der Welt geht nichts verloren. Öffnen. Boah, cool. Das ist ja nicht schlecht. Amy und John, Widmung von Amy. Eines Tages wird dir die Welt gehören, John. Ah, da kann man das Baby sehen im Bauch. Johns Geburtstag, Widmung von Amy. Erinnerst du dich an diesen Tag? Das ist irgendeine Box auf einer Hand mit Fischen drin. Widmung von Fred Harris. Du hast es dir verdient, Adam. Beförderung. Aha, zur Beförderung. Fred Harris. Wer ist das? Und was ist das da an der Seite? Vielleicht versteht man später noch irgendwann den Zusammenhang. Was sind das, Masken oder? Tag am Meer, Widmung von Amy. Ein weiterer schöner Tag am Leuchtturm. Drachen steigen lassen. Am Meer. Schön. So, da ist eine Notiz. Notiz von Amy. Erstellt am Montagmorgen. Eine Nanny. Als ob ich nicht allein zurechtkomme. Hi Adam, tut mir leid. Ich weiß, ich sollte wirklich zu Hause sein. Das Projekt ist eine Hydra. Das ist das Ding mit den mehreren Köpfen. Bei Herkules, ne? Glaube ich. Bitte bring John in die Klinik. Dein Unfall macht ihn ganz schön zu schaffen. Ich liebe dich, Amy.
PS, ich habe eine Nanny für ihn bestellt. Ist das okay? Sie wird dir ab morgen helfen. Mhm.